schon her, der Bus hat uns alleine gelassen. Was tun wir denn jetzt im Dunkeln da? Wir schauen nämlich auf den Untersberg, das tun wir da. Naja, letzte Oktoberwoche. Ihr seht es mir sicher nicht gut, gell? Es ist ja finster noch, finsterste Nacht. Doch jetzt wird's gruselig, mystisch besser gesagt, auf dem Untersberg. Das ist geil. Wer all mitgeht, wenn das Hochwasser hat. Ja, man sieht ja jetzt, dass der Moment sehr wenig Wasser hat. Eben, ja. Aber es landet noch, ist noch genug. Ja, bei der Schneeschmelze dann. Jetzt sieht man wenigstens was, gell? Gigantisch, sage ich. Schaut einfach nur rauf, was da die Natur geschaffen hat, wenn da das Wasser runterkommt. Wie dieses herschleift, diese Furche, diesen Graben, wie immer, diesen Fall da. Ja, das Schmelzwasser da, die Durchfurcht. Und jedes Jahr. Furchtbar Durchfurcht! Aber ihr seht es ja, herrlich, gell? Der Dietmar, Indiana Jones, ist auch gerade wieder vom Tempel zurück. Ja, und immer weiter, immer höher, immer gefreiter. Gamsen. Ja, wirklich jetzt. Ja, sogar meine Arbeitskollegin, die geht in der Arbeitsbeziehung jetzt drauf, schaut den Sonnenaufgang an und da geht es wieder ab. Ja, wenn es Kraft gibt und Energie gibt, warum ja nicht? Hallo, du Feine. Ein kleiner Spitzbuhr. Was geht mit dem Spitzbuhr? Ein kleiner Spitzbuhr, du. Ein Salamander sehen wir gerade. Ja, normal. Ja, ein bisschen halbwurzt. Ausgewachsen ist er noch nicht. Sind wir gleich beim ersten Brunnen und da werden wir uns mal noch einmal erfrischen. Also bis gleich.
was da für Löcher drinnen sind in der Wand. Gell? Ja. Ist das Natur oder hat das der Mensch reingemacht? Das ist Natur. Die Grasenhöhle. Eine Phrasenhöhle, meine ich. Und groß oder wie? Nein, ist wie so ein Y. Okay, okay. Vom Gangsystem. Dietmar, hast du einen Stress, wenn ich mal solche Sachen öffentlich verfilme, wenn ich also Doku über den Untersberg mache, wenn du da mit drauf bist? Nein. Das muss man heutzutage fragen, weil sonst sind das schon so streng. Die, boah, wie die Bahn da jetzt die Silhouetten werfen in den Nebel drin. Ich habe da kein Problem mit, wenn ich dir das schriftlich gebe vorher. Du musst da nur 50 Euro zahlen, gell, pro Sekunde Filmmaterial von dir. Er ist ein Werbeträger, ne? Meine, das sind die Preise von letztem Jahr. Ach so. Ja. Inflation, gell, jetzt sind es 100 Euro. Und gleich das Doppelte. Ich will ja reisen, ne? Da siehst du schon fast die Wassertropfen beinahe. Weil es ist richtiges energetisches Verlieren. Richtig geiles energetisches Verlieren habe ich so jetzt. Das weiße Sternl spritzeln. Ja, und jetzt habe ich einen Brunnen, habt ihr gesehen, und jetzt schauen wir noch in die Höhle da auf. Die schaut von unten. Okay, jetzt ist die Höhle im Nebel. Ah, da haben wir, schaut sie ja da, jetzt sind wir mal für. Mal abstoppen, ob wir noch richtig sind. Nein. Da ist sie. Das ist der Eingang. Hammer cool. Das ist eine schöne Aufnahme. Ja. Ja. Passen die Sterne gut. Da kommen ganz schön viele Menschen hin. Ja? Meint man gar nicht, dass wir dem wieder da noch so viel aufschauen, gell? Oktober? Also die Saison ist bald rum. Da geht es allweit zu auf dem Berg. Das teilweise ist es sogar schon richtig überfüllt. Teilweise ist es sogar extrem überfüllt da unter dem Berg. Vor allem, wenn es dann die Seilbahnfahrer oben noch mitrechnet. Das kannst du aber laut sagen, wie voll das da oben war, du in der Ecke. Da musstest du erst mal ein ganzes Stück gehen, bis angenehm war. Okay. Ja. So ein lauschiges Fleckerl musst du fast abseits suchen. Das war erst, wie man dann bestimmte Punkte überschritten hatte. Grüß euch. Hallo, grüß euch. Ja. Da sind Köcherfliegen drin. Sauber. Voll gut, gell? Ja. Ich habe euch eher auf Kamera, wenn es abstürzt. Okay. So, da ist die Höhle. Da geht's jetzt rein. Thank you.
Ja, die schönen Sturmhandeln. Ui, wie geil. Oh, ist das geil. Jetzt bin ich richtig froh, dass du mir heute die Jacke. Dass diese Steine, diese Formation halten, gehört über tausende von Jahren. Hey, du darfst Kannen hier vorher. Zum kochen Wasser. Vor das Dreieckstor, hey. Da haben wir Dreieckstor. Da lädt der Ofenlöcher. Hola, Dio! Oi, Papa! Oi, Papa! Hola, Dio! Da liegt sogar ein Decken. Das wie bei der Mittagsschatten ist da hinten auch so ein Loch oben, was dann zum Mittag richtig runter scheint. Ah, oh, sehr schön. Guck mal, da ist ja eine Treppe. Lauter Dreieckstor ist das auch, gell? Das ist eine Höhle. Wir müssen einmal nachschauen, ob da draufsteht, wie der Name von der Höhle ist. Die werden sicher auch einen Namen gekriegt haben. Aber die werden wir schon noch finden. Das ist verrückt, gell. Wenn du nach oben schaust, gell, siehst du das Ausguckloch oben. Da ist ein Seil gespannt, schau her. War wirklich geil. Dietmar, du musst echt raufkommen. Da links die Koje, schau mal. Links, ah, rechts ist es bei dir. Cool, gell? Ja, bist du geschützt, wenn du in Unwetter kommst, besser da als wie. Naja, wenn es gescheit schifft, dann gibt es da ein Rinnsalchen. Heilig, muss aufpassen, dass die viele Kohle da sind. Ey, fantastisch, ha? So ein Anblick, da müsst ihr alle mal herschauen. Jetzt kommt der Dietmar auf. Ja, ich auch. Alles. Oh, ist das ein geiler Ausblick, ja? Oh, ist das geil hier. Schau her, Gamsköteln, oder? Ist das? Ja? Nein, das ist Holz, das ist eine Kohle. Hat wie ein Feuerchen gemacht. Vielleicht ein Schlafsack hier übernachtet. Hey, sieht das nicht aus wie ein Toten vom Bauch? Na ehrlich jetzt, ja, da ja. Die Augen, ja. In der Mitte die Nase der schon. Ah, das ist aber wie Eingang Halle, da geht es ja jetzt erst in die Höhle. Für den Totenkopf. Da habe ich gerade auch Lampe dabei, Dupke. Scheiße. Seht den Totenkopf erst, Hammer, da geht da halt auch. Dann nehme ich keine Lampe mit. Na ja, das ist eh hell genug. Und da ist das Loch, wo wir raufgeschaut haben. Das ist das Loch, wo man raufgeschaut hat.
Und da kommen es noch immer die Menschen, gell? Doppelt gemoppelt. Ich sag's euch, da müsst ihr auch noch eine schauen. Da wäre sowieso nein. Amen. Amen. Aber das hat eine Akustik, hörst du euch da drüben reden und es kommt von da drüben raus. Hey, da bist du oben. Die zwei Spitzbuben. Eine schöne Aussicht hat man da, da hat man einen besten Ausblick nach unten. Er wird sich abgeseilt. Guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen, guten Tag. Das ist geil. Das ist geil, wenn man. Obwohl das jetzt noch klein ist, gell? Gibt ja dann. Wirklich große, wie sagt man? Also so richtig Höhe, wo man Grotte, Grotte sagt man da dazu. Aber nicht Grotten, nicht Grotten schlecht, aber Grotte. Ziemlich verschachteltes Teil ist, ne? So, hat ein bisschen Höhlencharakter, hat sie ja. Warte, ist ja eigentlich nur auf eine Seite auf. Oh, wir haben es leider geschafft, da verrichten die Simples. Ja, ja. Genau. Rotzpiepen. Das wollen wir aber nicht, was das ist. Ach, das ist Sonne. Das ist ja geil hier. Das wird ein geiles Foto. Hopp.
Schon wieder was. Da sind wir ins dunkle Nichts rein und in Licht wieder rausgekommen. Da geht's auch nach oben, wo wir zuerst runter geschaut haben. Aha, jetzt zuckt der eine Schnur. Okay, teilweise Mappa, das ist für Menschen gemacht worden, alles da drin. Da haben sie vor hunderten von Jahren sicher ein paar Bären schlafen gelegt. Ah, Nebelsuppen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn hier jemand gesucht wurde, egal aus welchen Gründen, man konnte sich gut verstecken da herinnen. Ja, da kommt gar nicht so schnell drauf, dass du vielleicht da in der Höhle im Muntersberg versteckst. Und bei den Touristen, da bist du selbst nur wir Touristen. Das schaut doch auch irgendwie aus, dass hier schon jemand gecampt hätte. Ja, ja, Decke, gell? Irgendwie, so Vlies oder was das ist. Da haben wir sogar einen Zettel. Da steht da auf keine Egler. Das ist ein Plastik, das ist keine Decke. So, dass du wenigstens ein bisschen hinsetzen kannst, dass du nicht feucht wirst. Genau, wahrscheinlich. Ja. Ah, jetzt kommt schon der Nebel auch noch. Da sieht man schon, wie die Schwaden da reinkommen. Ja, schau, das ist herrlich. Ja. Im Wohnzimmer zu Hause siehst du es nicht, gell? Schön, 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 schön.
dann so bunt, da so dunkel, dann wieder hell, so dick marmoriert. Als wieder wer reingebohrt hätte mit irgendetwas, gell? Wird das hier Tropfstein oder so ähnlich, ja? Schaut fast so aus, gell? Ja? Boah, schau, da geht's auch vielleicht irgendwo ins Dunkle rauf, ha? Du, ich hab's ein Fotoapparat und so, du machst viele Fotos, also mach ich, okay? Hab ich was zu tun und du ja auch. Hell-Dunkel-Spiel da. Und die Stormandeln. Was in der Waschmaschine drinnen? Au, oh, die ist schon gewaschen alles da drin. Ich muss endlich aufhängen. Das habe ich gestern auf die Nacht eingeschalten. Ich denke mir, wenn ich heute noch wasche rein und morgen dann aufhänge, wenn ein schöner Tag noch wird, lasse ich es morgen. Aber Sonntag ist, kann ich draußen aufhängen. So viel zu den aktuellen Höhlengesprächen. Ja. Ich meine, so ein Stormandel müssen wir uns auch noch aufstellen. He? Aus was für einem Grund macht man das? Aus der Erde zu irgendwelchen Geistern? Oder? Man beseelt den Berg damit, gibt es ihm Handlungsfähigkeit. Man erschafft Wesenheiten. Schaut das Loch da auch noch oben, den Ding. Ja, ich zoome mal an, das Loch. Das ist wie eine Dreiecksform mit dem Auge drin wieder. Ja, irgendwie findet man da schon was. So, ich glaube, das ist genug von der Höhle. Ihr müsst selber reinschauen, dann könnt ihr es erleben. Wie gesagt, der Günther hat gesagt, daheim im Mundzimmer erlebt man das nicht. Also schaut rein. Sag bei uns was, wenn man am Sonntag hinten draußen aufhängt? Ja. Es kann ja wirklich sein, dass es total schön wird morgen noch. Und jetzt draußen dreimal trocken, oder? Ob ich was erinnern muss. Ja, da sagt keiner was. Ja, ziemlich vorbei mit dem draußen Wäsche trocken, oder? Und verdient man da was? Hey, wer seht denn da? Dein Hut ist voller Staub, ich schwöre. Ja, und mein Koffer weiß ich. Oh, was? Ist der runtergefallen? Nein. Als ich da. Und da Salzburg unter einer Schlafdecke gehüllt. Nichts zu sehen von Salzburg. Salzburg schläft. Ja, fett geht's.
Wir sind die Steiger Wochenburm. Jeder führt sich selbst voran. Das ist geglückt, meine erste Besteigung. Grüß dich. So toll, du kämpfst wie ein Löwe. Das erste Mal. Wo brauchen wir es nicht unbedingt? Gibt es ja Internet-Café. Kommt es dann raus? Das Bergmangel sind wieder du. Hörst das nicht, riechst das nicht, schmeckst das nicht, spürst das nicht, aber sie sind wieder du. Und das Bergmangel sind wieder du. Hörst das nicht, riechst das nicht, spürst das nicht, schmeckst das nicht, aber sie sind wieder du. Und das Bergmangel sind wieder du. Wirst das nicht, wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie sind wieder da. So viele Geschichten werden verzeiht, von der alten und der neuen Welt. Wo sie ist alt und wo sie ist neu, sie kommt euch keinen Mann und denen. Das Bergmann und sind wieder du. Wirst das nicht, wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie ist dann wieder du. Und das Bergmann und sind wieder du. Wirst das nicht, wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie ist dann wieder du. Sie waren immer du und sie werden immer sein. Liga auf Weibung und Saar. Dabei. Wir nehmen tun, sie werden nimmer sein, und ich darf bleiben und dabei. Ob das Bergweiber sind wieder du, jetzt das nicht, jetzt das nicht, jetzt das nicht, jetzt das nicht, wo war sie sind wieder du. Ob das Bergweiber sind wieder du, das ist nicht, 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 dann singen er freundlich zu und schenken er deiner Wein. Ich glaub die Wiese und dann sie auch. Und was da wohl ist Krieg, dass da wohl was gibt. Dann singen er freundlich zu und schenken er deiner Wein. Ich glaub die Wiese. Ja, ich weiß.
das Bergmann, uns dann wieder durch. Jetzt das ist, 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 nie an Anzug machen. Ja, da kann man feiern, Stricker, bist du wahnsinnig.